Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder einen Einteiler für euch, mal zur Abwechslung keine Reihe. Und zwar so wie Kupfer und Gold von Jane Nickerson. Erstmal zum Cover. Ich finde das Cover wirklich schön, mir gefällt das Kleid, das die Frau anhat, mir gefällt das Gesicht. Ich finde das super schön im Profil, also ich kenne das ja nicht ganz. Aber im Profil finde ich schon mal sehr schön. Ich mag die Haare, generell liebe ich rote Haare einfach. Ja, der Titel passt natürlich auch super gut. Worum geht es? Die Protagonistin Sophia erhält eine Einladung ihres Patenonkels Chrissack auf sein Anwesen. Und sie freut sich total, weil die den immer super cool fand, als er sie mal besucht hat. Und er schreibt immer Briefe an sie. Und er sagt eben, ihr Haar wäre so schön wie Kupfer und Gold. Deshalb auch der Titel. Und sie kommt eben in sein Haus und ist dort alles erstmal super toll und total schön. Und irgendwann merkt sie, dass mit seinem Charakter was nicht stimmt. Er ist sehr aufbrausend, aber ihr gelingt es immer wieder, ihn zu besänftigen, bis dann schließlich auch von Heirat die Rede ist. Als sie dann jedoch herausfindet, was mit seinen anderen Ehefrauen passiert ist, überschlagen sich die Ereignisse. Wie das Ganze endet, erzähle ich natürlich nicht und sage euch jetzt einfach, was ich von dem Buch halte. Ich muss sagen, es hat mir ziemlich gut gefallen. Ich habe es gerne gelesen. Es ist eine relativ leichte Lektüre, große Schrift, nicht viele Seiten. Ist jetzt auch nicht unbedingt pure Fantasy, sage ich mal. Also da gibt es keine Fantasiewesen oder irgendwie eine andere Welt oder was weiß ich, irgendwie sowas. Im Gegenteil, es ist sogar mehr ein historischer Roman, ehrlich gesagt. Aber jetzt nicht so mit allen möglichen Fakten oder ähnliches. Ist vielleicht so ein bisschen wie Jane Austen. Also ein kleines bisschen, natürlich nicht so toll und unglaublich gut. Trotzdem finde ich, Jane Nickerson schreibt sehr angenehm. Man kann es gut lesen, man hat Spaß dabei. Die Geschichte finde ich auch sehr cool gelungen, obwohl man natürlich schon ungefähr so nach 100 Seiten weiß, was mit den Ehefrauen von Chrissack passiert ist. Aber okay. Es taucht auch ein Charakter auf, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und das fand ich sehr cool. Das Ende ist auch ja, relativ überraschend eigentlich. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe es damals auf einem Flohmarkt gefunden. Deswegen habe ich jetzt hier auch nur das Leseexemplar. Auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen, wenn man nicht unbedingt Fan von sowas, also wenn man nicht unbedingt Fan von High Fantasy ist, aber trotzdem gerne mal in eine andere Zeit zurückgeht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen und eine schöne Woche.